Und käme dann zum Tagesordnungspunkt 1. Das ist die Fragestunde. Ich muss sie noch aufschlagen und muss Ihnen, glaube ich, die Usancen der Fragestunde nicht gesondert erläutern. Und rufe die Frage 1 der Fragestunde in der 20. Legislaturperiode des Hessischen Landtages auf. Die Frage stellt der Abgeordnete Christoph Degen. Herr Degen, drücken Sie Ihr Knöpfchen, bitte. Haben Sie schon? Da muss ich gucken. Ah, Sie sitzen da. Genau. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich frage die Landesregierung, weshalb ist die Leitung des staatlichen Schulamts Hanau seit März 2018 noch immer vakant? Es antwortet der hessische Kultusminister, Herr Professor Lorz. Sie müssten auch Ihr Knöpfchen drücken, dass ich Sie freischalten kann. Okay. Irgendwie hat das vorher auch auf Distanz funktioniert, ohne Knöpfchen drücken. Soll ich, Herr Minister, das als Kritik am amtierenden Präsidenten? Bitte, Sie haben das Wort, Herr Minister. Technik versetzt mich immer wieder in Erstaunen. Herr Abgeordneter Degen, mit Stellenbesetzung komme ich etwas besser zurecht. Herr Abgeordneter Degen, grundsätzlich sollen und werden vakante und absehbar vakant werdende Stellen zeitnah und möglichst nahtlos besetzt werden. Das hängt allerdings nicht immer nur von den Abläufen ab, die die Verwaltung sozusagen intern steuern kann. In diesem Falle war die Stelle der Amtsleitung des Schulamtes Hanau auch zeitnah zur Ruhestandsversetzung der Stelleninhaberin ausgeschrieben. Aber es sind mehrere Bewerbungen eingegangen, es liegen mehrere Bewerbungen vor und das Verfahren dauert an. Herzlichen Dank, Herr Minister. Gibt es weitere Fragen? Eine Nachfrage des Abgeordneten Degen. Vielen Dank, Herr Kultusminister. Ist Ihnen bekannt, dass der stellvertretende Amtsleiter seit diesem Jahr nun auch im Ruhestand ist? Herr Minister. Herr Abgeordneter Degen, wir haben die Personalsituation beim staatlichen Schulamt Hanau wie an allen staatlichen Schulämtern permanent im Blick, gerade auf der Leitungsebene, und sorgen für entsprechende Vertretungen und natürlich auch so zeitnah wie möglich für Nachbesetzungen. Gibt es weitere Fragen? Herr Degen, bitte schön. Herr Kultusminister, wann rechnen Sie ungefähr mit einer Neubesetzung der Leitung des staatlichen Schulamts Hanau? Herr Minister. Eine präzise Auskunft geben. Wir haben es aber hier mit einem äußerst ungewöhnlichen Fall zu tun, wie man ihn nur ausgesprochen selten erlebt. Ich habe vorhin gesagt, mit Stellenbesetzungsverfahren habe ich eine gewisse Erfahrung, natürlich auch von meiner Profession her. Aber so viele juristische Finessen und Schwierigkeiten wie in diesem Fall habe ich noch nie in einem Verfahren auf einem Haufen gesehen. Ich bitte um Verständnis dafür, dass ich aus Gründen der Vertraulichkeit in Personalangelegenheiten nicht in die Details gehen kann. Aber es ist ein ganz ungewöhnlich, vom juristischen her, ganz ungewöhnlich komplexer Fall. Und deswegen ist auch nicht vorhersagbar, wann sich diese Gemengelage auflösen lässt. Gibt es weitere Fragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann kommen wir zur Frage 2. Auch diese wird gestellt durch den Abgeordneten Degen. Bitte schön, Herr Degen. Ich frage die Landesregierung, welche Qualifizierung erhalten die befristet eingestellten Lehrkräfte ohne Lehramt, die im Hessischen Schuldienst für maximal 5 Jahre beschäftigt sind? Sie wird beantwortet, ebenfalls durch den Kultusminister, Herr Professor Lorz. Sie haben das Wort. Ja. Herr Abgeordneter Degen, bisher wurden befristete TVH-Kräfte in der Regel von ihren Schulleitungen in ihre Aufgaben eingewiesen, gegebenenfalls wurden Unterrichtsbesuche durchgeführt und die TVH-Kräfte wurden von erfahrenen Kolleginnen und Kollegen betreut, die auch Unterrichtsmaterial zur Verfügung gestellt haben. Individuell wurde bereits in der Vergangenheit außerdem Zugang zu Fortbildungen gewährt. In den nächsten Jahren erwarten wir zur Überbrückung steigender Bedarfe mehr bzw. länger laufende Verträge, die wir im Sinne vorausschauenden Handelns deshalb durch Fortbildungen mit mehr Qualität versehen wollen. Mit dem Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer läuft derzeit zu diesem Thema ein Beteiligungsverfahren. Dort geht es insbesondere zunächst um ein Fortbildungsangebot für befristet eingestellte TVH-Kräfte ohne Lehramt, die im Förderschulbereich eingesetzt werden. Diese Beschäftigten, die ansonsten, wie gesagt, in der Regel von Seiten der Schulen in ihre Aufgabenbereiche eingewiesen wurden, sollen zusätzlich qualifiziert werden.
Die geplante Maßnahme umfasst 6 ganze Tage, 3 pro Halbjahr, 4 Beratungsbesuche im Unterricht bzw. individuelle Beratungsgespräche pro Person, die von Ausbilderinnen und Ausbildern durchgeführt werden. Und dabei sollen folgende Inhalte behandelt werden: die Rollen- und Auftragsklärung, die Arbeit an der Haltung, rechtliche Grundlagen und Fragen des Anspruchs auf sonderpädagogische Förderung, Klärungen zur Bedeutung von Behinderungen, Beeinträchtigungen und sonderpädagogische Förderschwerpunkte, Unterricht in heterogenen Gruppen, Lernprozesse, individuelle Förderung, Diagnose und Förderung, pädagogische Diagnostik, Kommunikation und Beratung, Gesprächsführung und Arbeit im Team. Vielen Dank, Herr Minister. Gibt es weitere Fragen? Eine Nachfrage von Herrn Degen. Bitte schön. Herr Kultusminister, habe ich Sie richtig verstanden, dass die genannten Maßnahmen, die Sie eben aufgezählt haben, ausschließlich für Förderschullehrkräfte gelten und dass Lehrkräfte anderer Schulformen, anderer Lehrämter keine Qualifizierung mit genannten Inhalten, auch vielleicht darum, wie man Noten gibt, auf pädagogischer Seite so etwas nicht geplant ist? Herr Minister, Sie haben das Wort. Doch, Herr Abgeordneter, ich habe Ihnen nur eben die Maßnahme geschildert, die sich bereits im Beteiligungsverfahren mit dem Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer befindet, also sozusagen am weitesten fortgeschritten ist. Aus dieser Maßnahme bzw. aus der ihr zugrunde liegenden Konzeption lassen sich freilich entsprechende Angebote auch für andere Standorte und Lehrämter ableiten. Und dazu liegen auch erste Konzeptideen bereits im Ministerium vor. Und in der Tat möchten wir, dass zum Beispiel auch jede Person, die vor einer Grundschulklasse steht, nicht nur wie schon heute für den Unterrichtseinsatz grundsätzlich geeignet ist, sondern darüber hinaus speziell geschult wird und auf grundlegende fachliche Inhalte zugreifen kann. In Planung ist daher auch eine Fortbildungsmaßnahme für TVH-Kräfte ohne Lehramt, deren vorrangige Zielsetzung es ist, den Einstieg in den Unterricht durch eine Fortbildung gezielt zu erleichtern. Die Personen sollen einen ersten grundlegenden Einblick in Grundschularbeit erhalten, zum Beispiel also grundschuldidaktische Prinzipien, Umgang mit Heterogenität etc., aber auch Tipps und Vorschläge für die praktische Unterrichtsgestaltung an die Hand bekommen. Diese Fortbildung ist als kurzer Intensivkurs angelegt, dem dann die Teilnahme an anderen umfassenderen Fortbildungsmaßnahmen folgen kann. Und die Umsetzung dieser Fortbildungsmaßnahme für TVH-Kräfte ohne Lehramt soll ab dem kommenden Schuljahr, also 2019/20, erfolgen. Außerdem soll es eine Weiterbildungsmaßnahme für Personen ohne Lehramtsabschluss, aber mit einem universitären Abschluss geben, aus dem ein ableitbares Fach für die Grundschule hervorgeht. Über die Weiterbildungsmaßnahme soll es diesem Personenkreis dann gemäß dem Erlass auch unter bestimmten Voraussetzungen, also wenn die Ausschreibung nicht erfolgreich ist, die Rangliste erschöpft und ein Quereinstieg aus anderen Lehrämtern nicht möglich, auch möglich sein, unbefristet eingestellt zu werden. Gibt es weitere Fragen? Das ist ja Herr Abgeordneter Degen, bitte. Die geplanten Maßnahmen, die Sie dargestellt haben, werden die ein Angebot sein oder werden diese verpflichtend für Personen ohne Lehramt sein? Herr Minister Lorz. Abgeordneter, unser Ziel ist, dass niemand mehr vor eine Klasse gestellt wird, der nicht eine solche Maßnahme dann auch durchlaufen hat. Aber wie gesagt, im Moment sind wir gerade dabei, die Konzeption in die Praxis umzusetzen, die Beteiligungsverfahren mit dem Hauptpersonalrat durchzuführen. Und dann müssen wir auch schauen, erst einmal, wie das quantitativ darstellbar ist. Aber ich will auf jeden Fall dahin kommen, dass jeder eine solche Maßnahme dann durchlaufen hat. Gibt es weitere Fragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann kommen wir zur Frage 3 und sie wird gestellt von Herrn Abgeordneten Warnecke. Herr Warnecke, drücken Sie bitte. Dankeschön. Ich darf die Landesregierung fragen, wie hat sie sichergestellt, dass die erst im Mai 2018, somit mehr als 3 Jahre nach den entsprechenden grundlegenden bundesgesetzlichen Regelungen in Hessen Gültigkeit erlangen habende Pflegeunterstützungsverordnung hessenweit die rückwirkende Auszahlung des monatlich 125 Euro umfassenden Entlastungsbetrages wie auch die damit verbundene Anerkennung der Leistungsanbieter garantiert? Es antwortet der Minister für Soziales und Integration. Bitte schön, Herr Minister Kloß. Ja, sehr geehrter Herr Abgeordneter Warnecke, besten Dank für Ihre Frage. Entgegen Ihrer Annahme ist der § 45a Absatz 3 des 11. Sozialgesetzbuchs erst zum 1. Januar 2017 in Kraft getreten. Er bildete aber erst die Rechtsgrundlage für den Erlass der Pflegeunterstützungsverordnung gut ein Jahr später. Diese Verordnung wiederum regelt nicht die Auszahlung des Entlastungsbetrags, sondern allein die Anerkennung geeigneter Anbieter zur Erbringung von Unterstützungsleistungen im Alltag, für die der Entlastungsbetrag aufgewendet werden kann. Grundsätzlich ist es so, dass Rechtsverordnungen mit Wirkung für die Zukunft in Kraft treten. Rückwirkungen sind in diesem Zusammenhang auch weder vorgesehen noch sinnvoll.
So sieht etwa die Pflegeunterstützungsverordnung zum Schutz der Pflegebedürftigen für die Anerkennung von Anbietern gewisse Mindestanforderungen vor. Hierzu zählt insbesondere, dass das Angebot den Vorgaben des § 45a des 11. Sozialgesetzbuchs entspricht, es niederschwellig sowie zuverlässig und dauerhaft in Anspruch genommen werden kann, ordnungsgemäße Räumlichkeiten zur Verfügung stehen, das Angebot in persönlicher und fachlicher Hinsicht von geeigneten Anbietern und leistungserbringenden Personen erbracht wird, den Anforderungen der Qualitätssicherung genügt wird und nicht zuletzt die Kosten transparent ausgewiesen werden. Diese Anforderungen können nicht nachträglich überprüft und sie können auch nachträglich nicht mit Wirkung für die Vergangenheit von Anbietern erfüllt werden. Bereits vor dem Inkrafttreten der Pflegeunterstützungsverordnung war eine Anerkennung von Anbietern niederschwelliger Betreuungsangebote nach der Verordnung zur Ausführung des Pflegeleistungsergänzungsgesetzes möglich. Diese Angebote konnten Personen mit eingeschränkter Alltagskompetenz, beispielsweise Demenzkranke, in Anspruch nehmen. Für diese Inanspruchnahme erhielten die Betroffenen zwischen 104 und 208 Euro im Monat zusätzlich von der Pflegekasse. Mit Inkrafttreten der Pflegeunterstützungsverordnung wurden diese Angebote in Angebote entsprechend der Verordnung überführt. Daher wird weder überhaupt die rechtliche Möglichkeit noch die zwingende Notwendigkeit einer Rückwirkung für die Pflegeunterstützungsverordnung gesehen. Vielen Dank, Herr Minister. Herr Warnecke hat sich auch schon zu einer Nachfrage gemeldet. Bitte schön, Herr Abgeordneter Warnecke. Ja, ich darf Sie, Herr Staatsminister, herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Aufgabe fragen, ob Ihnen bekannt ist, dass in bundesweiten Internetportalen, in denen die beiden Rubriken Anbieteranträge und Anbieterlisten angeklickt werden können, für Hessen steht, es wird nichts ausgewiesen und damit offenkundig in Deutschland unterschiedliche Umgangsformen, sowohl mit dem ersten Pflegestärkungsgesetz von 2015, wie auch mit dem von Ihnen schon genannten Umsetzung und natürlich auch der Pflegeverordnung, für die das Land Hessen immerhin ein Jahr gebraucht hat, vorhanden ist. Ist Ihnen das bekannt? Herr Minister, Sie haben das Wort. Das war mir bisher nicht bekannt, Herr Warnecke. Ich nehme Ihre Nachfrage aber gerne zum Anlass, dem nochmal nachzugehen. Eine weitere Frage stellt die Abgeordnete Dr. Sommer. Frau Dr. Sommer, drücken Sie mal, dass ich das sehe. Wunderbar. Ja, Herr Minister, ich habe auch noch eine Nachfrage. Sie haben ja gesagt, es gäbe keine rückwirkenden Auszahlungen. Dennoch kann man das Geld ja ansparen bis zur Mitte des nächsten Jahres. Darauf zielte, glaube ich, auch die Frage. Meine Frage ist deswegen, inwiefern will sich die Landesregierung dafür einsetzen, dass die Frist beim Ansparen des Geldes ausgesetzt wird, bis ausreichende Anzahl von entsprechenden Angeboten oder Anbietern anerkannt wurden? Herr Minister, Sie haben das Wort. Wie ich hier ausgeführt habe, haben wir diese Notwendigkeit bisher nicht gesehen. Ich nehme aber auch diese Nachfrage gerne zum Anlass, mich da noch mal kundiger zu machen. Sie wissen, ich bin ja erst seit 2 Wochen in diesem Amt, aber finde das Thema spannend und nehme das gerne auf. Herzlichen Dank, Herr Minister. Dann geht es Ihnen wie mir mit diesem Apparat, den ich hier zu bedienen habe. Es gibt eine weitere Frage von Frau Dr. Sommer. Bitte, Frau Dr. Sommer, drücken Sie noch mal. Danke. Eine kurze Frage habe ich noch. Es ist mir schleierhaft, wie der Landesregierung nicht bekannt sein soll, dass es keine Angebote gibt. Sind Ihnen die Drucksachen zu den Entlastungsleistungen, es gab 2 davon in der letzten Legislatur, bekannt? Herr Minister, Sie haben das Wort. Ich habe nicht sagen wollen, dass es uns nicht bekannt ist, dass es keine Angebote gibt. Das habe ich ja ausgeführt, sondern die Frage war ja nach diesem Internetportal und dem, was dort aufgeführt ist, das war mir vorher nicht bekannt. Nur darauf bezog sich die erste Antwort. Herzlichen Dank, Herr Minister. Herr Warnecke hat noch eine Frage. Bitte, Herr Warnecke, Sie haben das Wort. Herr Staatsminister, stimmen Sie mit mir überein, da es sich um eine überwiegende Gruppe handelt, die in dem sogenannten dritten Lebensabschnitt sich befindet, dass dringender Handlungsbedarf besteht? Herr Minister, bitte. Es ist unstreitig, dass es eine Gruppe ist, der wir uns ganz besonders widmen müssen. Und dem dient ja auch die Pflegeunterstützungsverordnung. Entsprechend gibt es da keinen Dissens. Gibt es weitere Fragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann kommen wir zur Frage 4. Auch diese wird gestellt von Herrn Abgeordneten Warnecke. Herr Abgeordneter, Sie haben das Wort.
Ich darf die Landesregierung fragen, in welchem Umfang ist vorgesehen, mit den im neuen Koalitionsvertrag vereinbarten Landesmitteln für den Landesstraßenbau, die auf gut 7.000 Kilometer Landesstraßen treffen, von denen sich gut die Hälfte in schlechtem oder sehr schlechtem Zustand befinden, nach 5-jähriger Regierungszeit eine im Saldo deutlich Verbesserung der Landesstraßeninfrastruktur hergestellt zu haben? Das antwortet der Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen. Herr Minister Al-Wazir, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Warnecke, die Landesregierung legt auch in den kommenden 5 Jahren beim Straßenbau einen klaren Fokus auf Erhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen. Deswegen bedanke ich mich für Ihre Frage, weil sie mir erneut Gelegenheit gibt, darauf hinzuweisen, was wir da alles Gutes getan haben und was wir auch in Zukunft Gutes vorhaben. Es gilt weiterhin der Grundsatz Sanierung vor Neubau. Und beim Blick zurück mit dem Start der Sanierungsoffensive in der letzten Legislaturperiode konnte der Anteil an Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Landesstraßenbau von 72% im Jahr 2014 auf über 85% im Jahr 2019 gesteigert werden. Das Gesamtvolumen der Mittel für den Landesstraßenbau für investive Zwecke wurde kontinuierlich gesteigert von unter 90 Millionen Euro vor 2014, über 90 Millionen Euro in 2014, 93 Millionen Euro in 2015, 90 Millionen Euro in 2016, 102 Millionen Euro in 2017, 116 Millionen Euro in 2018 und im laufenden Haushaltsjahr haben wir für den Landesstraßenbau 120 Millionen Euro vorgesehen. In einer Fortschreibung der Sanierungsoffensive, das bezieht sich jetzt auf die Zukunft, sollen die Landesstraßenbaumittel laut Koalitionsvertrag sukzessive von den jetzigen 120 Millionen im Haushaltsjahr 2019 in 10 Millionen Euro Schritten auf rund 170 Millionen Euro bis 2024 angehoben werden. Damit würden die Mittel in einer 10-Jahres-Betrachtung von 2014 bis 2024 fast verdoppelt. Und diese Mittel wollen wir nutzen, um den Zustand der schlechten bzw. sehr schlechten Landesstraßen auch weiterhin zu verbessern. Vielen Dank, Herr Minister. Eine weitere Frage von Herrn Warnecke. Ich darf Sie fragen, sehr geehrter Staatsminister, ob Sie meine Frage falsch verstanden hatten, die sich nicht auf die Frage gerichtet hat, wie viel Geld die Landesregierung aufzuwenden gedenkt, sondern mit wie viel Geld, wie viele Kilometer am Ende saniert werden und ob damit mit den sanierten Kilometern der Gesamtstraßenzustand, der sich zur Hälfte in schlechtem oder sehr schlechtem Zustand befindet, verbessert. In Kilometern. Herr Minister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, die Fortführung der Sanierungsoffensive befindet sich nach den Kriterien, die Sie sehr genau kennen, weil ich sie Ihnen gefühlt an jedem Plenardienstag der letzten 5 Jahre vorgetragen habe, weiterhin in Erarbeitung. Und deswegen ausdrücklich arbeiten wir daran, dass unter Berücksichtigung der in der Koalitionsvereinbarung festgelegten Haushaltslinie diese Fortführung der Sanierungsoffensive bearbeitet wird. Ich habe Ihnen, Herr Schäfer-Gümbel, Zwischenrufe in Fragestunden sind eine neue Erkenntnis. Aber bitte sehr, ich will die Frage nach den Kilometern beantworten und Ihnen auch sagen, warum aus meiner Sicht die Frage nach den Kilometern für die Frage der Sanierung und der Funktionsfähigkeit des Netzes nicht nur ausschlaggebend ist. Mal ein Beispiel. Wenn Sie 10 Kilometer schlechte Straße haben und sanieren diese 10 Kilometer schlechte Straße, dann haben Sie 10 Kilometer saniert. Wenn Sie 10 Kilometer gute Straße haben, aber in der Mitte eine Brücke von 10 Metern, die einstürzt, dann haben Sie 10 Kilometer gute Straße, die Sie aber nicht nutzen können. Und deswegen arbeiten wir daran, nach fachlichen und sachlichen Kriterien die Sanierungsoffensive neu aufzustellen. Und ich bin sicher, Sie werden das auch weiterhin engagiert begleiten. Vielen Dank, Herr Minister. Eine weitere Nachfrage stellt der Abgeordnete Weiß. Herr Minister Al-Wazir, Sie hatten gerade erwähnt, dass im letzten Jahr nach Ihrer
Aussage 116 Millionen Euro für den Landesstraßenbau zur Verfügung standen. Jetzt haben wir in der letzten Woche vom Finanzminister gehört, beim vorläufigen Jahresabschluss 2018, dass im letzten Jahr 250 Millionen Euro der Investitionen der geplanten überhaupt nicht ausgegeben wurden. Deswegen meine konkrete Frage, welchen Anteil an diesen 215 Millionen fallen denn auf den Straßenbau, beziehungsweise wie viele von diesen 116 Millionen im letzten Jahr geplant sind denn tatsächlich ausgegeben worden? Herr Minister. Das waren die Zahlen der vorläufigen Abrechnung. Und da wir 110 Millionen im Haushalt hatten, ist es uns gelungen, sagen sogar 6 Millionen mehr auszugeben, als wir vorher geplant hatten. Insofern ist der Anteil des Landesstraßenbaus an den nicht erfolgten Investitionen null. Herzlichen Dank, Herr Minister. Die letzte Nachfrage kann jetzt stellen Herr Abgeordneter Warnecke. Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Staatsminister, da offenkundig die Frage nach den Straßenkilometern und von mir aus auch Brückenkilometern nicht weiterführt, wir in der Bilanz 2016 ja die Situation hatten, dass das Landesvermögen im Bereich der Anlagen, der Landesstraßen und allem, was dazugehört, um 60 Millionen Euro abgenommen hat, was darauf hindeutet, dass wir nicht genügend investiert haben, ist meine Frage, wie sich das denn bilanziell für den von Ihnen genannten Zeitraum 2017, 2018 dargestellt hat. Herr Minister, Sie haben das Wort. Also die Bilanz in der DOPIG von 2018, die ist noch nicht da. Die kommt im Zweifel auch im Vergleich eher fast ein Jahr später. Ich gucke mal zum Herrn Dr. Worms. Ich will Ihnen nur so viel sagen. Ich habe Ihnen ja gesagt, dass wir in der Fünfjahresrückschau und in der Fünfjahresvorschau vorhaben, die Mittel zu verdoppeln. Das ist, wie ich finde, bei der Frage der Sanierung und da auch einen Schwerpunkt auf die Sanierung zu legen, eine Summe, die so es noch nie gegeben hat. Und ich finde an dieser Stelle die Kritik daran, vorsichtig gesagt, schwer verständlich. Im Übrigen gibt es noch ein Sonderproblem in der DOPIG, das können wir dann aber gerne mal im Ausschuss bereden. Je mehr Sie investieren, umso höher ist der Abschreibungsbedarf. Aber das ist sozusagen jetzt schon an dieser Stelle was ganz Besonderes. Herzlichen Dank, Herr Minister. Eine Nachfrage könnte noch gestellt werden. Das Bedürfnis besteht offensichtlich nicht. Dann kommen wir zur Frage 5. Das ist eine Frage der Abgeordneten Christiane Böhm von der Fraktion Die Linke. Frau Abgeordnete, wenn ich den Knopf finde, dann erteile ich Ihnen auch sofort das Wort. Bitte schön. Danke schön. Ich frage die Landesregierung, liegen die vollständigen Unterlagen für das Genehmigungsverfahren der Solvatis GmbH Gernsheim beim Regierungspräsidium Darmstadt vor? Die Antwort gibt die Ministerin für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Frau Ministerin Hinz. Bitte, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Abgeordnete Böhm, nein, die Unterlagen sind vom Unternehmen noch im Laufe dieser Woche zu vervollständigen. Insbesondere sind einzelne Dokumente noch an formale Anforderungen anzupassen. Als nächsten Schritt im Genehmigungsverfahren prüft das Regierungspräsidium dann gemäß § 10 Bundesemissionsschutzgesetz die Vollständigkeit der Unterlagen. Vielen Dank, Frau Ministerin. Frau Böhm hat noch eine Nachfrage. Bitte schön. Können Sie uns mitteilen, welche Unterlagen vollständig vorliegen? Frau Ministerin, Sie haben das Wort. Nein, das kann ich Ihnen nicht mitteilen, weil das Ministerium nicht das Regierungspräsidium Darmstadt ist, die ja zuständig sind als Genehmigungsbehörde. Aber es ist klar, dass die weitere Offenlegung und Bearbeitung des Verfahrens erst dann stattfinden kann, wenn das Unternehmen alle notwendigen Unterlagen auch vollständig eingereicht hat und die Unterlagen auf Vollständigkeit geprüft wurden. Ja, vielen Dank, Frau Ministerin. Frau Böhm, Sie haben noch eine Nachfrage? Dann schalte ich Sie sofort frei. Bitte schön. Ist denn dadurch eine Planung möglich, wann ein nächstes Anhörungs- und Genehmigungsverfahren im Raum steht, oder steht das noch völlig in den Sternen? Frau Ministerin. Das Regierungspräsidium geht zurzeit davon aus, dass sie frühestens im März diesen Jahres, also 2019, die Vollständigkeit der Unterlagen feststellen können.
und dann sollen diese nochmals offengelegt werden. Also die sind ja schon zweimal offengelegt worden, das soll dann nochmal erfolgen. Und es zeichnet sich zwischenzeitlich ab, dass die Antragstellerin wohl auch eine Umweltverträglichkeitsprüfung beantragen will. Vielen Dank, Frau Ministerin. Gibt es weitere Fragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann kommen wir zur Frage Nummer 6, die der Abgeordnete Schalauske stellt. Bitte schön, Herr Abgeordneter Schalauske, Sie haben das Wort. Drücken Sie noch einmal, dann finde ich Sie auch. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich frage die Landesregierung, welche Möglichkeiten sieht sie, auf die Deutsche Bahn, den Rhein-Main-Verkehrsverbund RMV und den Nordhessischen Verkehrsverbund NVV einzuwirken, um die Verschlechterungen für Pendler auf der Main-Weser-Bahn auf der Strecke Kassel-Frankfurt nach der Umwandlung der bisherigen IC-Verbindung in eine ICE-Strecke rückgängig zu machen, etwa durch einen ICE-Aufschlag für RMV- und NVV-Monatskartenbesitzer analog zur bisher gültigen IC-Regelung? Herr Minister Al-Wazir, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Schalauske, die Ausweitung der bisherigen DB-Aufpreisnutzung für RMV- und NVV-Zeitkarteninhaber auf ICE-Züge wäre auch aus meiner Sicht eine wünschenswerte Lösung gewesen. Allerdings bietet die Deutsche Bahn AG Fernverkehrsverbindungen eigenwirtschaftlich an und entscheidet allein über den Fahrzeugeinsatz und das Tarifkonzept. Der Fernverkehr wird deshalb im Gegensatz zum Regionalverkehr auch nicht durch die Verkehrsverbünde bestellt. Die Deutsche Bahn AG verweist zudem darauf, dass sie an der bundesweit einheitlichen Regelungen, wonach Fahrausweise des Nahverkehrs in ICE-Zügen keine Gültigkeit haben, festhalte. In den Gesprächen des Landes und der Verkehrsverbünde mit der DB AG hat diese sich vehement gegen eine Aufpreisregelung in ICE-Zügen ausgesprochen und sich ausschließlich dazu bereit erklärt, eine Übergangslösung einzurichten. Demnach werden für den IC erworbene Aufpreiskarten noch bis zum 31.03.2019 im ICE anerkannt. Die Möglichkeiten von Landesregierung und Verkehrsverbünden auf Planungen der Deutschen Bahn im Fernverkehr Einfluss zu nehmen, sind daher äußerst begrenzt. Allerdings, und darauf haben Land- und Verkehrsverbünde durchaus Einfluss, wurde das Regionalzugangebot in den letzten Jahren ausgeweitet. So steht Pendlern dieser Strecke nicht nur öfter, nämlich zweimal pro Stunde, ein Regionalexpress oder eine Regionalbahn zur Verfügung. Die Fahrzeit mit dem Regionalexpress ist im besten Fall sogar 3 Minuten kürzer als mit dem ICE. Ja, vielen Dank, Herr Minister. Es gibt eine weitere Nachfrage von Herrn Abgeordneten Schalauske. Bitte schön, Herr Schalauske, Sie haben das Wort. Günstiger und schneller. Ja, da stellt sich, also vielen Dank, Herr Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen, für die Antwort auf die mündliche Frage. Da stellt sich natürlich die Frage, ob die im Einzelfall großartige zeitliche Verbesserung von bis zu 3 Minuten eine deutliche Verbesserung für die Pendlerinnen und Pendler ist, wenn man gleichzeitig, und ich habe Sie ja verstanden, es wäre eine wünschenswerte Lösung gewesen, wenn gleichzeitig es bedeutet, dass wenn Pendlerinnen und Pendler den ICE nutzen wollen, sie ein Vielfaches von dem bisherigen IC-Aufschlag dafür bezahlen müssen, bis zu dem Zehnfachen der bisherigen Regelung, sodass ich doch mal die Landesregierung fragen will, wenn sie diese Interpretation doch teilt, ob sie nicht doch noch eine Möglichkeit sieht, auf die Deutsche Bahn einzuwirken, auch wenn sie natürlich für den Fernverkehr in dem Sinne allein verantwortlich ist, zum Beispiel durch ein nochmaliges Schreiben, das die gravierenden Auswirkungen für die Pendlerinnen und Pendler dokumentieren würde. Herr Minister, Sie haben das Wort. Herr Abgeordneter, ich habe ja angedeutet, dass wir durchaus in etlichen Gesprächen mit der Bahn AG waren, dass auch die Verbünde mit der Bahn gesprochen haben, dass aber die Bahn an dieser Stelle absolut nicht bereit ist, ihr Grundprinzip, keine Nahverkehrsausweise im ICE zu verändern. Und dann müssen Sie an dieser Stelle das einfach so feststellen. Ich könnte denen jetzt noch mal schreiben und dann würden die mir das Gleiche antworten, was sie mir schon mal geantwortet haben. Und da ist an dieser Stelle, Ihre Frage war ja nach dem Einfluss der Landesregierung, keine Möglichkeit mehr, was zu verändern. Der RMV hat allerdings inzwischen angekündigt, das hilft jetzt nichts, was den ICE angeht, dass er die Fahrgastnachfrage auf der Strecke engmaschig beobachten wird
und auch dem Punkt, ob es Verlagerungseffekte in den Regionalverkehr gibt und dann wiederum schaut, ob eine Verstärkung des Angebots dort nötig ist, zum Beispiel durch das Anhängen zusätzlicher Waggons. Aber ansonsten gilt, die DB AG ist eine 100-prozentige im Bundesbesitz befindliche Aktiengesellschaft. Und wenn die sagen, im ICE gilt der Nahverkehrsausweis nicht, dann ist das so. Herr Schalauske hat noch eine Nachfrage. Bitte, Herr Schalauske, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Minister. In diesem Zusammenhang hätte ich noch eine Frage, die diese Strecke insgesamt betrifft. Und zwar, ob die Landesregierung die regelmäßige Bedienung dieser Strecke, also der ICE-Strecke dann zwischen Kassel und Frankfurt am Main, in den nächsten Jahren trotz den umfangreich angekündigten Baumaßnahmen, unter anderem ja den zu begrüßenden Ausbau, viergleisigen Ausbau der Main-Weser-Bahn, aber dass trotz dieser umfangreichen Bauarbeiten auch diese Bahnlinie in den nächsten Jahren regelmäßig verkehren wird. Liegen dazu der Landesregierung Informationen vor? Herr Minister, Sie haben das Wort. Also eigentlich müssten Sie an dieser Stelle die Bahn fragen. Ich sage es Ihnen jetzt aus dem Gedächtnis. Aus meiner Sicht steht nicht zu befürchten, dass auf der Main-Weser-Bahn die ICE-Relationen ausgedünnt werden, weil nach meiner Kenntnis dort durchaus die Züge rege genutzt werden. Zweitens, nach meiner Erinnerung in den nächsten Jahren eine Sanierung der ICE-Strecke Würzburg, Fulda, Kassel, Göttingen und so weiter geplant ist und dementsprechend das ebenfalls als Ausweichstrecke eine besondere Rolle spielt. Und wenn Sie sich erinnern, wie sehr wir darum gekämpft haben, dass beispielsweise der Bahnhof in Dreiser so rechtzeitig barrierefrei umgebaut wird, denken Sie beispielsweise an Hefata dort, dass es ICE-mäßig überhaupt nutzbar ist, werden wir sehr darauf achten, dass an dieser Stelle nicht nur der Bahnsteig ICE-fähig ist, sondern dass da auch wirklich Züge fahren. Aber auch an dieser Stelle, es ist ein eigenwirtschaftlicher Verkehr der DB, und keine Leistung, die das Land Hessen über die Verkehrsverbünde bestellt. Vielen Dank, Herr Minister. Gibt es weitere Fragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann kommen wir zu Frage 7. Auch sie wird gestellt von Herrn Abgeordneten Schalauske. Herr Schalauske, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich frage die Landesregierung, wann beauftragt sie die längst überfällige Überprüfung der Folgen der Privatisierung des Universitätsklinikums Gießen und Marburg für Forschung und Lehre, wie es der Wissenschaftsrat im Jahr 2009 für das Jahr 2014 empfohlen hatte? Und das Wort hat die Ministerin für Wissenschaft und Kunst, Frau Dorn. Bitte schön, Frau Ministerin. Herzlichen Dank, sehr geehrter Herr Abgeordneter Schalauske. Wir messen der Forschung und Lehre in der mittelhessischen Universitätsmedizin Gießen und Marburg eine hohe Bedeutung bei und sind uns der notwendigen Unterstützung des Landes sehr bewusst. Das Universitätsklinikum ist darüber hinaus ein zentraler Bestandteil für die Gesundheitsversorgung Mittelhessens. Aus Sicht der Landesregierung besteht ein vorrangiges Interesse daran, den inzwischen begonnenen Konsolidierungsprozess an den Standorten Gießen und Marburg konsequent fortzusetzen. Das Land hatte ja zuletzt in einer Art moderierenden Funktion an gemeinsamen Lösungen mit den Betreibern in Universitäten gearbeitet, beispielsweise mit dem Zukunftspapier für die Weiterentwicklung der mittelhessischen Universitätsmedizin aus dem Mai 2017. Darin wird unter anderem der Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen oder die Übernahmegarantie für Auszubildende geregelt. Wir wollen diesen konstruktiven Entwicklungsprozess in die Kooperation der beteiligten Fachbereiche und Universitäten zunächst weiter aktiv fördern. Selbstverständlich führen wir mit allen Beteiligten Gespräche, wie wir diesen Entwicklungsprozess fördern und die Hochschulmedizin optimal unterstützen können, gegebenenfalls auch unter Einbeziehung des Wissenschaftsrates. Gibt es weitere Fragen? Eine Nachfrage von Herrn Abgeordneten Schalauske, bitte schön. Vielen Dank, Frau Ministerin für Wissenschaft und Kunst, und auch herzlichen Glückwunsch zur neuen Aufgabe. Ich möchte jetzt aber Sie noch mal fragen, betrachten Sie das Engagement eines externen Dienstleisters, die
unterdurchschnittlichen Prüfungsergebnisse der Studierenden in Gießen. Den Brief des AStA Marburg 2016, der die Auswirkungen der Privatisierung für Forschung und Lehre noch mal dokumentiert hat, und auch die aus dem Jahr 2016 und auch die 22 Thesen zur Krise des Universitätsklinikums von 2012 nicht doch als eine Reihe von Belegen für die erheblichen Auswirkungen der Privatisierung auf Forschung und Lehre, die es notwendig machen, zeitnah den Wissenschaftsrat die Folgen begutachten zu lassen. Frau Ministerin. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, Herr Schlauske, seit dem Jahr, Sie haben jetzt mehrere Zahlen genannt, 2012, 2014, wenn ich mich gerade richtig erinnere von Ihrer Fragestellung, sind ja eine Menge Dinge passiert. Ganz wesentlich ist da gerade das Zukunftspapier zu nennen, wo wir eine Menge Punkte erreicht haben, insbesondere für die Trennungsrechnung, für mehr Mittel für Forschung und Lehre, für die Beschäftigten, gegen die Ausgliederung von einigen Bereichen. Das waren wichtige Erfolge, die hier erzielt worden sind. Ansonsten hatten Sie gerade noch angesprochen die aktuellen Informationen zu den Prüfungsergebnissen. Hier kann ich Ihnen mitteilen, dass wir eine Datenlage haben, die mindestens es fragwürdig macht, ob das auf die Privatisierung zurückzuführen ist. Und zwar, kleinen Moment, kann ich Ihnen Folgendes dazu sagen, dass wir hier keine unmittelbare Verbindung deshalb sehen, weil interessanterweise bei den Frühjahrsterminen Gießen darüber hinaus deutlich besser abschneidet als in den Herbstterminen und in Marburg das Bild sich auch anders abzeichnet. Insofern ist die eindeutige Zuweisung mindestens fragwürdig und ich kann Ihnen auch sagen, dass der externe Dienstleister, von dem Sie besprochen haben, nicht nur in Gießen tätig ist, sondern darüber hinaus auch in den medizinischen Fakultäten in Essen, in Mainz, in Tübingen und in Ulm in unterschiedlicher Form und Ausprägung. Insofern ist es kein Alleinstellungsmerkmal am Fachbereich Gießen. Vielen Dank, Frau Ministerin. Jetzt habe ich zunächst Frau Abgeordnete Dr. Sommer, dann den Fraktionsvorsitzenden der SPD, Herrn Schäfer-Gümbel, und Herr Schalauske hat, glaube ich, dann noch eine Nachfrage frei. So, Frau Dr. Sommer, Sie haben das Wort. Frau Ministerin, ich habe auch eine Nachfrage. Und zwar kann man ja verschiedenartig Überprüfungen definieren. Wie definieren Sie denn Überprüfung der Folgen? Das, was Sie als erste Antwort gegeben haben, was Sie schon alles durchgeführt haben? Oder könnte man nicht auch eine Evaluation durchführen, die dann wissenschaftlich fundiert ist, auf die man zurückgreifen kann und dann auch Handlungsempfehlungen ausspricht? Frau Ministerin, bitte schön. Frau Abgeordnete Sommer, ich habe ja ausgeführt, dass wir jetzt mit allen Beteiligten Gespräche führen, wie wir den Entwicklungsprozess weiter fördern können, wie wir insgesamt die Hochschulmedizin in Hessen optimal unterstützen können, dass wir gegebenenfalls hier auch den Wissenschaftsrat einbeziehen. Und Sie können vielleicht verstehen, dass ich in meinen 2 Wochen noch keine, vielleicht eine vollständige Liste der verschiedenen Antrittsbesuche habe, aber noch nicht alle Gespräche durchgeführt habe. Vielen Dank, Frau Ministerin. Es hat eine weitere Frage der Fraktionsvorsitzende der SPD, Herr Schäfer-Gümbel. Bitte schön. Klappt das jetzt? Ja, jetzt ist alles. Ja, Frau Ministerin, ich habe eine weitergehende Frage. Es gibt ja verschiedene Vereinbarungen, die zwischen dem Land und dem Rhön-Klinikum in den letzten Jahren geschlossen wurden. Es gibt eine wegweisende Entscheidung, die liegt mehr als ein Jahr zurück, in der Mittel des Landes für Investitionen am UKGM zugebilligt wurden und im Umkehrschluss dafür dem Land zugesichert wurde, er weitere Kontroll- und Steuerungsmöglichkeiten durch die Ausweitung auch des Aufsichtsrats. Diese Vereinbarung ist für den zweiten Teil bis heute nicht umgesetzt. Die Mittel sind inzwischen geflossen. Und ich hätte gerne gewusst, wann die Landesregierung Vollzug bei der Ausweitung der Steuerungs- und Kontrollmöglichkeiten durch eine Erweiterung des Aufsichtsrates in die Gremien und damit auch die Besetzung gibt. Frau Ministerin. Herr Fraktionsvorsitzender Schäfer-Gümbel, wie Sie wissen, gibt es ja seit dem Mai 2017 und dann im Dezember 2017 die Vereinbarung über das Zukunftspapier für die Weiterentwicklung der mittelhessischen Universitätsmedizin. Und wie Sie wahrscheinlich ja auch wissen, ist es so, dass gerade an dieser Frage, dieser Aufsichtsratsmöglichkeit, die bisherigen Vereinbarungen nie realisiert werden konnten. Und insofern hat sich mit dem Zukunftspapier diese Frage ja anders gelöst von Seiten der Landesregierung. Herzlichen Dank, Frau Ministerin. Das Wort hat der Abgeordnete Schalauske. Ja, vielen Dank, Frau Ministerin.
Ich möchte noch mal fragen, ob Sie es denn für einen wünschenswerten Zustand halten, dass ein, wie ich finde, noch immer in der Verantwortung des Landes stehende Universitätsklinikum und die dort praktizierte Forschung und Lehre sich zur Sicherstellung von Prüfungsergebnissen eines externen Dienstleisters bedienen muss? Oder sollte es nicht Aufgabe der Landesregierung sein, solche Strukturen zu schaffen, dass eine Beauftragung eines externen Dienstleisters gar nicht nötig ist, um auch gute Prüfungsergebnisse für die Medizinstudierenden sicherzustellen? Herr Abgeordneter Schalauske, die zuletzt vergleichsweise schlechten Ergebnisse in Gießen sind natürlich nicht zufriedenstellend und bedürfen deshalb der eingehenden Analyse und auch der Aufbereitung. Aber ich finde es sehr wichtig, dass wir hier eine differenzierte Betrachtung auch vornehmen. Und es ist ja auch entsprechend so, dass der Fachbereich Medizin in Gießen sich schon sehr intensiv mit der Thematik befasst hat und dieses Thema auch selbst angehen möchte. Und er handelt hier nach einem gestaffelten Maßnahmenpaket. Es geht auch um die Frage der langfristigen Perspektive. Und wie ich schon ausgeführt habe, ist es ja nicht so, dass Gießen die einzige Universitätsmedizin in Deutschland ist, die sich derartiger Elemente bedient. Ich wiederhole nochmal, soweit uns bekannt ist, sind das mindestens die Fakultäten in Essen, in Mainz, in Tübingen und in Ulm. Und insofern ist es nichts Außergewöhnliches. Vielen Dank, Frau Ministerin. Es hat zugegebenermaßen mich kurz in den Fingern gekribbelt. Ich bekomme jetzt zur Frage, Fragen zur Frage 7 sind erschöpft. Wir kommen jetzt zur Frage 8. Das ist eine Frage der Abgeordneten Barth. Frau Barth, würden Sie kurz drücken? Da hinten ist für mich schwierig. Da. Jetzt? Okay. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich frage die Landesregierung, wann wird sie gemäß § 21 des Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetzes vom 1. März 2015 den für nach 3 Jahren nach Inkrafttreten des Gesetzes vorgesehenen Überprüfungsbericht über die Auswirkungen der Tariftreueregelung vorlegen? Es antwortet Herr Minister Klose. Bitte schön. Sehr geehrte Frau Abgeordnete Barth, vielen Dank für Ihr Interesse. Das Thema dieses Gesetzes scheint uns ja beide auch in der neuen Funktion nicht loszulassen. Der sogenannte Evaluationsbericht nach dem § 21 des Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetzes, auf den Sie sich beziehen, wird derzeit von unserem zuständigen Referat in Abstimmung mit den zuständigen Fachreferaten im Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen erarbeitet. Die jeweiligen Beiträge beider Häuser zu diesem Evaluationsbericht werden bis März erstellt und abgestimmt. Wir fertigen dann eine Vorlage an den Landtag. Nach jetzigem Stand rechne ich damit, dass der Evaluationsbericht im ersten Halbjahr diesen Jahres vorgelegt werden kann. Vielen Dank, Herr Minister. Frau Barth hat eine weitere Frage und ich gebe das 1, 2, 3, 4. Der Evaluationsbericht sollte ja bereits nach 3 Jahren erstellt werden, ausgehend vom 1.3.2018. Welche umfangreichen Vorbereitungen und Recherchen sind denn seit März 2018, wo das Gesetz 3 Jahre in Kraft war, bereits getätigt worden? Können Sie mir hier etwas zu den Details sagen, weshalb das so unglaublich lange dauert? Herr Minister, Sie haben das Wort. Das liegt schlicht daran, dass wir, glaube ich, hier zu den Fristen noch mal eine Klarstellung machen müssen. Das, was wir im § 21 des HVTG an Überprüfung festgehalten haben, ist ja die Überprüfung der Tariftreueregelung des § 4 und inwiefern sie Wirkung entfaltet. Und es ist festgelegt gesetzlich in diesem § 21, dass die Landesregierung die Auswirkungen der Tariftreueregelung nach Ablauf eines Erfahrungszeitraums von 3 Jahren überprüft, da sind wir völlig einig, und den Hessischen Landtag dann unterrichtet. Wichtig ist aber festzuhalten, dass für die Vorlage des Überprüfungsberichts der Ablauf des Erfahrungszeitraums von 3 Jahren maßgeblich ist. Die 3 Jahre Erfahrungszeitraum seit Inkrafttreten des HVTG waren für die öffentlichen Aufträge der Kommunal- und Landesverwaltung am 28. Februar 2018 beendet. Auf diesen Zeitraum beziehen Sie sich. Für den ÖPNV, der ja auch im Gesetz enthalten ist, jedoch erst am 31. August 2018.
Diese unterschiedlichen Zeiträume ergeben sich einfach aus der Regelung in § 22 des Gesetzes, weil ja der Teil für den ÖPNV erst ab dem 1. September 2015 Anwendung gefunden hat. Damit wir den Erfahrungszeitraum von 3 Jahren, der gesetzlich vorgegeben ist, auch für die Überprüfung der Vergabeverfahren im ÖPNV voll ausschöpfen konnten, wurde deshalb die Evaluation bei den öffentlichen Auftraggebern ganz bewusst erst im August 2018 und nicht schon im März 2018 begonnen. Andernfalls hätte uns für die Evaluation der Vergabeverfahren im ÖPNV ein 1/2 Jahr Erfahrungszeitraum gefehlt. Und das erklärt, glaube ich, diese Verschiebung, auf die Sie sich ja beziehen. Vielen Dank, Herr Minister. Es gibt eine weitere Frage. Es ist eine Frage von Frau Abgeordneten Wissler. Zunächst Frau Wissler und dann Frau Barth. Bitte schön. Ich dachte, vielleicht finden Sie mich besser hier vorne. Deswegen. Herr Minister, ich habe da noch mal eine Nachfrage. Ich meine, August 2018 ist ja auch schon fast ein 1/2 Jahr her. Und im § 21 des Hessischen Tariftreue- und Vergabegesetzes steht ja, also zum einen eben nach 3 Jahren evaluieren und dem Landtag zeitnah das Ergebnis vorlegen. Sie haben jetzt gesagt, 1/2 Jahr des Jahres. Ich hätte mal die Frage, wie findet denn diese Überprüfung statt? Haben Sie das an Externe vergeben? Sind das externe Firmen, die die Evaluierung vornehmen? Oder findet das auf Ebene der Ministerien statt? Weil natürlich ist das erstmal nicht ganz ersichtlich, warum, wenn Sie im Oktober 2018 damit beginnen, das jetzt immer noch nicht abgeschlossen ist. Herr Minister, Sie haben das Wort. Gerne. Ja, Frau Abgeordnete Wissler, mit der Evaluation hat das Ministerium für Soziales und Integration das Hessische Statistische Landesamt beauftragt, es zu organisieren, durchzuführen und auch die Online-Befragung öffentlicher Auftraggeber sowie Besteller und Verkehrsunternehmen im ÖPNV auszuwerten. Diese Fragenkataloge für diese Online-Befragung wurden von den Fachreferaten meines Hauses und des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen, das ja für den ÖPNV-Bereich und die Verkehrsunternehmen zuständig ist, gemeinsam erarbeitet. Und Ziel der Befragung war es, festzustellen, ob und welche Wirkungen im Hinblick auf die Einhaltung vergabe- und tarifrechtlicher Regelungen eingetreten sind wegen dieser Neuregelung des Vergaberechts und gegebenenfalls, ob und welche Anpassungen der rechtlichen Regelungen für eine weitere Verbesserung bei der Umsetzung der Regelungen wünschenswert oder sogar notwendig sind. Das Statistische Landesamt hat diese Befragung im Zeitraum von Anfang August bis Mitte September 2018 bei den öffentlichen Stellen durchgeführt, die mit der Vergabe von öffentlichen Aufträgen betraut sind und die Zahl der Rückmeldungen dann nochmal erhöht mit einer weiteren Erinnerungswelle an die angeschriebenen öffentlichen Stellen. Deshalb kommen wir dann auf den 14. September 2018. Es liegt eine erste Auswertung der Befragung seit dem 10. Dezember 2018 im Hessischen Ministerium für Soziales und Integration vor. Diese Ergebnisse werden nun die Grundlage für den zu erstellenden Evaluationsbericht sein und entsprechend ergibt sich dann, warum wir das im Laufe des 1. Halbjahres vorlegen werden. Vielen Dank, Herr Minister. Bitte um Verzeihung, dass ich frühzeitig gedrückt habe. War keine Absicht. Eine weitere Frage stellt die Frau Kollegin Barth. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Die Aussage, dass erst im Oktober 2018 mit der Evaluation begonnen werden konnte, aufgrund der ÖPNV-Dienstleistung, überrascht mich etwas. Das hat Ihr Vorgänger bisher nicht so ausgeführt, obwohl wir auch schon darüber gesprochen hatten. Man hätte ja auch die ÖPNV-Vergaben dann einfließen lassen können. Können Sie mir sagen, wie viele ÖPNV-Vergaben es denn überhaupt gegeben hat? Bei meiner letzten Anfrage war das nämlich eine Zahl unter 10. Die hätte man leicht früher einflechten können. Vielen Dank, Frau Kollegin. Das Wort hat Herr Minister Klose. Bitte schön. Das kann ich Ihnen nicht sagen, kann Ihnen das aber gerne nachreichen. Ja. Vielen Dank, Herr Minister. Gibt es weitere Fragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Und damit kommen wir zur Frage 9. Das ist eine Frage der Abgeordneten Frau Dr. Sommer. Bitte, Frau Dr. Sommer, Sie haben das Wort. Ich frage die Landesregierung, wie bewertet sie den Vorschlag des Pflegebevollmächtigten der Bundesregierung, einen Pflege-Co-Piloten einzuführen? Vielen Dank, Frau
Kollegin, das Wort hat Herr Minister Klose. Bitte schön. Ja, sehr geehrte Frau Abgeordnete Sommer, auch hier vielen Dank für Ihre Frage. Zunächst, die Beratung von Betroffenen und Angehörigen, insbesondere bei neu eingetretener Pflegebedürftigkeit, ist unstreitig hilfreich und wichtig. Ich glaube, da gibt es auch gar keinen Dissens. Der Vorschlag des Pflegebevollmächtigten, einen sogenannten Pflegekopiloten einzuführen, den hat er ja in einem Zeitungsinterview unterbreitet. Bislang ist uns jedenfalls hierzu nur bekannt, dass der Pflegekopilot ähnlich einer Hebamme aufsuchende Beratung und Begleitung, insbesondere in der Anfangszeit einer neu eingetretenen Pflegebedürftigkeit, bieten und über die Pflegekassen finanziert werden soll. Ein Konzept zur konkreteren Ausgestaltung liegt bislang nicht vor. Mir ist allerdings wichtig, hier auch festzuhalten, dass es ja bereits entsprechende gesetzlich verankerte Beratungsangebote gibt. Wir haben zum einen den Beratungsanspruch für Pflegebedürftige nach § 7a des 11. Buches des Sozialgesetzbuches und deren Angehörige durch einen Pflegeberater. Diese Beratung kann auf Wunsch auch in der häuslichen Umgebung der gepflegten Person stattfinden. Sie umfasst eine Analyse des Hilfsbedarfs, die Erstellung eines individuellen Versorgungsplans mit den im Einzelfall erforderlichen Sozialleistungen, Hilfe und Begleitung bei der Umsetzung dieses Versorgungsplans und Informationen zu Entlastungsangeboten für die pflegenden Personen. Dieser Beratungsanspruch besteht auch bereits unmittelbar nach Antragstellung auf Pflegeleistungen, also etwa schon vor Festsetzung eines Pflegegrads. Die Pflegekassen tragen die entstehenden Kosten und sind verpflichtet, fachlich qualifizierte Pflegeberater in ausreichender Anzahl vorzuhalten. Dafür gibt es dann ja auch bundesweit gültige Richtlinien. Es gibt weitere Angebote für pflegende Personen, beispielsweise für Pflegebedürftige, die Pflegegeld beziehen, den Anspruch auf turnusmäßige Beratung in der eigenen Häuslichkeit, je nach Pflegegrad zweimalig oder viermalig im Jahr durch eine anerkannte Beratungsstelle oder, sofern erforderlich, durch eine unabhängige Pflegekraft. Auch diese Kosten werden durch die Pflegekasse getragen und auch für pflegende Angehörige oder andere an einer ehrenamtlichen Pflegetätigkeit Interessierte werden durch die Pflegekassen kostenlose Schulungskurse angeboten. Ferner gibt es Beratungsangebote als Angebote zur Unterstützung im Alltag und nach der Pflegeunterstützungsverordnung. Darüber haben wir ja bei Frage 3 schon mal gesprochen. Hierauf kann entsprechend der Entlastungsbetrag von monatlich 125 Euro verwendet werden. Und nicht zuletzt bieten die Pflegestützpunkte umfassende sowie unabhängige Auskunft und Beratung zu den Rechten und Pflichten und zur Auswahl und Inanspruchnahme der bundes- oder landesrechtlich vorgesehenen Sozialleistungen und sonstigen Hilfsangeboten. Nach unserer Erfahrung werden diese Beratungsangebote gut angenommen. Vor diesem Hintergrund sehen wir die Schaffung weiterer paralleler Strukturen derzeit nicht als besonders hilfreich an. Wir meinen, dass die Beratung möglichst aus einer Hand erfolgen und landesweit einheitliche Standards befolgen sollte. Insoweit ist gegenwärtig und aufgrund der geringen Konkretisierung, die bisher zu dem Vorschlag vorliegt, nicht erkennbar, welchen Mehrwert ein Pflegekopilot gegenüber bereits bestehenden Angeboten bieten sollte. Vielen Dank, Herr Minister. Frau Dr. Sommer hat eine weitere Frage. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank für Ihre ausführliche Antwort. Ich glaube, wir sind uns tatsächlich einig, dass wir eine individuelle Beratung und Unterstützung brauchen. Die Landesregierung hat ja bezüglich der Unterstützung von Personen, die vielleicht Pflege bedürfen oder auch einen Zugang zu Versorgungsstrukturen haben müssen, Gemeindeschwestern in der letzten Legislatur eingeführt. Können Sie vielleicht sagen, wie viele Gemeindeschwestern gibt es momentan wo in Hessen und mit welcher Resonanz werden die aufgesucht? Herr Minister, Sie haben das Wort. Diese Zahl kann ich Ihnen jetzt ad hoc nicht nennen, reiche sie Ihnen aber gerne nach, Frau Sommer. Herzlichen Dank, Herr Minister. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Damit kommen wir zur Frage 10. Frau Abgeordnete Geis hat das Wort. Drücken Sie kurz, da habe ich Sie. Sehr gut. Vielen Dank. Ich frage die Landesregierung, welche Landesförderung für das Programm Soziale Stadt wurde durch die Gemeinde Bischofsheim bis zum 31. Dezember 2018 abgerufen? Ja, vielen Dank, Frau Abgeordnete. Das Wort hat Herr Minister Al-Wazir. Bitte schön.
Sehr geehrte Frau Abgeordnete Geis, die Gemeinde Bischofshain hat bis zum 31.12.2018 Fördermittel aus dem Programm Soziale Stadt in Höhe von rund 1.662.179 Euro bei der WI-Bank abgerufen. Ich nehme an, das Rund bezieht sich dann auf eine Centzahl. Herzlichen Dank, Herr Minister. Es gibt eine weitere Frage der Abgeordneten Geis. Bitte schön, Frau Geis, drücken Sie noch mal. Dann das so. Welche Mittel von dem Gesamtförderungsbetrag, welche Mittel mussten denn zurückgegeben werden und konnten nicht verausgabt werden bis zum 31.12.2018? Herr Minister Al-Wazir, Sie haben das Wort. Also ich gehe mal davon aus, dass Sie sich in Bischofshain besser auskennen als ich. Ich kann Ihnen nur sagen, was meine Unterlagen hier sagen. Es gibt ja eine lange Geschichte der Debatte über das dortige Bürgerhaus. Und hier steht bewilligte Fördermittel insgesamt 7.109.999. Abzüglich Fördermittelverzicht aufgrund der Umplanung minus 2.307.820. Verbleibt Gesamtbewilligung 4.802.179. Bisher verausgabte Fördermittel 1.662.179. Aktuell noch zur Verfügung stehende Fördermittel 3.140.000. Ich hoffe, die Summen stimmen. Herzlichen Dank, Herr Minister. Frau Abgeordnete Geis hat ihre letzte Nachfrage. Drücken Sie noch mal. Wunderbar. Ja, aufgrund der bisherigen Historie an dem Punkt scheint das alles sehr plausibel. Und meine letzte Frage ist deswegen, welche Zuwendungskriterien müssen denn laut Zuwendungsbescheid bis zum 31.12.2020 durch die Gemeinde Bischofsheim erfüllt werden? Herr Minister. Frau Abgeordnete Geis, es hat einen Besprechungstermin gegeben im Oktober 2018, sagen meine Unterlagen. Insofern sind die Bedingungen der Gemeinde auch bekannt. Für diejenigen, die sich dort näher einlesen wollen, die stehen auch auf www.stadtentwicklung-in-hessen.de für alle nachlesbar. Vielen herzlichen Dank. Gibt es eine weitere Frage? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann können wir heute noch eine Frage bearbeiten. Das ist die Frage 11 des Abgeordneten Felstehausen der Fraktion Die Linke. Herr Felstehausen, Sie haben das Wort. Herr Präsident, ich frage die Landesregierung. Wird sich die hessische Landesregierung bei der Bundesregierung gegen eine Aussetzung oder Abschwächung des europäischen Grenzwerts für Stickstoffdioxid einsetzen? Das Wort hat die Ministerin Hinz. Bitte, Frau Hinz. Herr Abgeordneter, die europäischen Grenzwerte für Stickstoffdioxid sind ungeachtet der gegenwärtigen Diskussion in der Öffentlichkeit geltendes Recht und für die Landesregierung verbindlich. Ob und in welcher Weise der europäische Gesetzgeber Veränderungen vornimmt, bleibt abzuwarten. Die Landesregierung plant hierzu keine Initiativen. Gibt es weitere Fragen? Herr Felstehausen, Sie haben eine Nachfrage. Bitte schön, Sie haben das Wort. Ja, dann die Nachfrage. Ist die Landesregierung der Meinung, dass die aktuellen Stickstoffdioxid-Grenzwerte auf der Basis von wissenschaftlich anerkannten Verfahren festgelegt worden sind? Frau Ministerin, Sie haben das Wort. Herr Abgeordneter, die Grenzwerte sind nach langen Diskussionen und auf Grundlage wissenschaftlicher Fakten und Untersuchungen, Empfehlungen durch die WHO, dann von der Europäischen Union festgelegt worden. Sie sind von Deutschland und allen anderen Nationalstaaten in nationales Recht umgesetzt worden, und zwar im Jahre 2010 unter einer schwarz-gelben Bundesregierung. Diese Grenzwerte gelten. Und auch, falls die Frage kommen sollte, die Messstationen in Hessen stehen alle richtig. Die haben wir mehrfach überprüft, haben letztes Jahr dazu kleine Anfragen der FDP-Fraktion einzeln beantwortet. Und die jetzt veröffentlichten Grenzwerte
beziehungsweise nicht Grenzwerte, sondern Schadstoffwerte 2018 zeigen auch, dass es einen Verlauf langsam nach unten gibt. Allerdings, also wir sind auf einem guten Weg, allerdings sind auch noch etliche Maßnahmen zu ergreifen und wir sind mit den Städten gemeinsam auf einem guten Weg. Vielen Dank, Frau Ministerin. Es gibt eine weitere Nachfrage von Herrn Abgeordneten Schäfer-Gümbel. Herr Schäfer-Gümbel, Sie haben das Wort. Frau Ministerin, ich habe eine Nachfrage zu diesem Komplex. Der hessische Ministerpräsident hat am 28. Januar am Rande einer CDU-Präsidiumssitzung in Berlin erklärt, dass er sich für eine Überprüfung der Stickoxidmessung in deutschen Innenstädten einsetze. Er sagte wörtlich, ich glaube, es lohnt sich, dass wir mal darüber nachdenken, warum bei uns in Deutschland zum Beispiel die Messgeräte direkt am Bordstein stehen und die EU-Verordnung sagt, es kann bis zu 100 Meter dahinter stehen. Dann ist das Gesetz immer noch erfüllt. Ich frage die Landesregierung, ist vor diesem Hintergrund eine Verlagerung von Messstationen diskutiert und geplant? Frau Ministerin Hinz. Sehr geehrter Abgeordneter Schäfer-Gümbel, ich habe eben schon ausgeführt, dass wir unsere Messstationen bereits überprüft haben und sie stehen richtig. Man kann sie da, wo Platz ist, auch etwas versetzen. Allerdings stehen sie in der Regel in Straßenschluchten und Häuser abzureißen, um die Messstation zu versetzen, bietet sich in der Regel nicht an. Und es ist so, dass wir auf Grundlage unserer Prognosen und Berechnungen auch sicher sind, dass die Grenz- oder die Schadstoffwerte, die bei uns gemessen werden, gelten, weil sie jeweils auf dem neuesten Stand sind. München zum Beispiel hat alte Schadstoffwerte genommen, um hochzurechnen. Hessen macht es jeweils aktuell und deswegen, glaube ich, sind wir da auf dem guten Weg, was die Luftreinhaltung angeht und vor allen Dingen die Erstellung der Luftreinhaltepläne. Vielen Dank, Frau Ministerin Hinz. Es gibt eine weitere Nachfrage durch den Fraktionsvorsitzenden der AfD, Herrn Abgeordneten Lambrou. Bitte, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Ministerin, vielen Dank für Ihre Antwort, die ich deswegen spannend finde. Ich habe die folgende Nachfrage. Ist Ihnen eigentlich bekannt, dass von Ihrem Ministerium letztes Jahr der AfD-Rathausfraktion Wiesbaden schriftlich bestätigt wurde, dass die Messstation hier in Wiesbaden an der Ringkirche entsprechend den gesetzlichen Vorgaben nicht korrekt aufgestellt ist? Frau Ministerin Hinz, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, dieses ist auch zu finden in der Antwort auf die Kleine Anfrage der FDP-Fraktion vom letzten Jahr. Die Messstation an der Ringkirche steht zu dicht an der Kreuzung. Deswegen wurde in der Schiersteiner Straße vor etlichen Jahren eine weitere Messstelle aufgestellt, die auch zur Grundlage genommen wird für die Luftreinhalteplanung in Wiesbaden. Die an der Ringkirche wird weiter betrieben, damit man über den jahrzehntelangen Verlauf schlicht und einfach erkennt, wie sich dort auch die Hintergrundbelastung weiterentwickelt. Sie wird aber nicht dazu genutzt, um die aktuelle Luftreinhalteplanung zu beeinflussen. Gibt es weitere Fragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann schließe ich hiermit die Fragestunde und damit auch Top 1.